Hotel hat ein ganz tolles Feature. Und zwar kann man die Minibar abschließen. So, das mache ich jetzt hier auch gleich. Mit Jenny mir nämlich nicht wieder das ganze Bier wegtrinken. Hey. Wir sind gerade in Orland. Falls du das nicht kennst, keine Sorge, wir kannten es bis vor kurzem auch noch nicht. Das ist eine Inselgruppe zwischen Schweden und Finnland. Gehört eigentlich zu Finnland, ist aber eigentlich schwedisch. Und wir gucken uns jetzt mal an, was man hier alles so machen kann. Hast du Spaß? Ich hab Spaß. Fährt man ein halbes Jahr durch Asien und sieht nicht eine Schlange, dann kommt man hier nach Orland und schwupp, Schlange gesehen. Wir sind jetzt hier in der Brauerei Stahlhagen. Das ist ein super interessantes Projekt. Und zwar ist das eine Mikrobrauerei, die viele, viele leckere Biere produziert. Die werden wir natürlich nachher alle noch kosten. Bevor es soweit ist, schauen wir uns aber noch eine ganz verrückte Sache an, die wir hier machen. Und zwar massieren die Kälber mit Bier. Das machen die nicht aus Spaß, sondern das machen die, weil es hier auch ein Restaurant gibt mit regionalen Erzeugnissen. Und dieses mit Bier massierte Kalbfleisch soll sehr, sehr lecker schmecken. Wir sind jetzt hier im Fotografiemuseum in Arland und dieses Museum ist der absolute Wahnsinn. Ole, der Besitzer des Museums, ist ein ehemaliger Clown und Stuntmotorradfahrer und hat sein Leben lang Kameras und alles rund um die Fotografie gesammelt. Er hat hier tausende von Ausstellungsstücken, wirklich ganz besondere Sachen und ist der perfekte Entertainer. Also wenn du nach Arland kommst, geh auf jeden Fall in dieses Museum, es lohnt sich. Wir machen heute was ganz Besonderes und zwar schlafen wir heute auf einer einsamen Insel, ganz alleine. Und zwar in dieser kleinen Hütte, die du da hinter uns siehst. Diese Insel, die ist ungefähr nur so 100 mal 300 Meter groß. Wir sind gerade eben einmal rumgelaufen in 5 Minuten. Und das Beste, da unten am Meer gibt es eine heiße Badewanne. Die wurde jetzt schon 4 Stunden lang mit Feuerholz vorgeheizt und da setzen wir uns jetzt gleich rein. Und falls du denkst, es ist hier irgendwie hellichter Tag, ja, ist richtig, aber es ist schon 23 Uhr. Toll, oder?